Das Chaos-Duo ist wieder da und hat ein neues Auto. Tralala. Und es wird diesmal vielleicht lange durchhalten. Oder auch nicht. So, ich lade Lexi ins... Wie ging das nochmal? Ich vergesse das jedes Mal, wie ich dich einlade. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Muss ich... dafür musste ich am Computer sitzen, oder? Weiß es nicht. Wie habe ich dich eingeladen? Nochmal gucken, ging das Partner... Blöd. Ich blöd. Unterstützung angefordert. Nein, ist sei ruhig verfügbar? Jetzt. Unterstützung angefordert. Boah, wieso weiß ich nicht, wie man... Ach, da war das ja. Richtig, jetzt weiß ich wieder. Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. So. Und jetzt herzlich willkommen. Das Chaos-Duo. Ist jetzt gleich unterwegs. Ich sehe schon, wie sich dein Stuhl gerade angestellt hat. Und zack, wird sie reingebeamt. Ja, irgendeiner, der hier was zu sagen hat, war so verrückt, uns wieder ein Auto zur Verfügung zu stellen. Und wir werden das natürlich schamlos ausnutzen. Boah, da muss man so viel achten. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Jo. Verstanden. Ach, da sind die ganzen... Wow. Oh mein Gott. Okay, das muss man alles erstmal wissen hier. Drei Hupe. Also ja, die hattest du letztes Mal auch schon. Er ist... Ach, das ist das mit dem Anhalten, ne? Genau. Scheinwerfer 4. Oh. Guck an, Licht muss man auch mal anmachen. Wir sind aber ohne Licht gefahren. Ne, ich bin mit Licht gefahren. Echt? Ich bin ohne gefahren. Ja, zwar nicht lang, aber mit Licht. Blinker, ah, da. Ja, ich habe das auch jetzt gesehen, dass in der letzten Folge bin ich... ständig mit Blinker links gefahren die ganze Zeit. Du hattest mich auch zwischendurch darauf hingewiesen, aber hat mich nicht interessiert. Ja. Lag aber auch daran, dass ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Entwicklungsbericht, was ist das denn? So, was sollen wir? Okay. Polizeipräsenz zeigen. Unterstützung angefordert, sind Officer verfügbar? Worum geht's denn? Untersuche den Tatort eines Raubüberfalls. Oh! Ja, dann mach ich. Ich kümmere mich drum. Ja, dann mal los, wa? Ja, fahr mal. Mal eben gucken, wo wir hin müssen. Links rum. Ja, oder darum, ja, oder da lang. 900, boah, das ist ja ein Kilometer entfernt, was ist denn hier los? Ja, du blinkst immer noch, übrigens. Genau. Du blinkst, also. Ja, wie wird der denn aufzublinken? Ich kann jetzt. Ich hab keine Ahnung. Also, zweite Mal selben Knopf drücken. Ganz schön anstrengend. Richtig. Vielleicht ist das Auto schon kaputt. Das ist Hammer. Ja, bitte kehre um und zeige Polizeipräsenz. Er qualmt aber nicht. Das steht bei mir aber nicht. Bei mir steht, untersuche den Tatort eines Raubüberfalls. Ja, egal. Jetzt kommt, bitte kehre zurück. Aber ja, wir kehren ja zurück gewissermaßen. Ich muss da halt so hier so ein bisschen... nach Würstchen. Ich riech nix. Ne, riecht voll nach warm gemachten Wienern. Ach scheiße, das ist natürlich eine komische Streckenführung hier. Ach, da hinten ist es. Okay, ich sehe es. Wir fahren in die falsche Richtung. Wir fahren in die falsche Richtung. Ja, aber ich muss ja erst irgendwo abbiegen können. Ja, wir müssen zurück. Ja, ich komm halt nirgendwo. Oh,
Oh, jetzt können wir doch. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Das Problem ist doch. So, die Richtung ist zwar gut, aber rechts? Ich komme. Achso. Warum rechts? Das ist so angezeichnet. Kann ich hier eigentlich durch? Nee, das sind überall. Nee, gerade das weiter einfach. Ja. Oh Gott, qualmt die Kiste. Du bist gegen Laternenpfosten gefahren. Ja, und? Da muss doch ein Auto nicht direkt qualmen. Dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Ja, da haben wir jetzt aber nicht so viel Zeit für. So, jetzt kann ich entweder abbiegen. Nee, gerade das war. Ja, oder so. Nee, das. Und mir war es geradeaus weiter. Boah. Ich bin am Tatort eingetroffen. Ich kümmere mich drum. Hola. Ah! Wir kommen da an, rauchend. Das ist toll. Ja, das sind Special Effects. So, wo ist denn überhaupt der Tatort? Ah, die fotografiert hier. Darf die das? Presse? Hat die einen Presseausweis? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ach so, das sind leider Zeugen. Kann ich nicht helfen, Officer. Ich bin gerade erst angekommen. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja, Officer. Bitteschön. Aber wo soll denn der Überfall? Ach so. Die Frau Kowalski. Ja, an dem Imbiss dachte ich dann im Zeitungsstand, oder? Ja, scheinbar, ne? Scheinbar. Fotos kann ich hier aber nicht machen. So, warte mal, sprich mal mit der. Spender. Ja. Erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Die Person schaut sich ständig um. Was für ein Zufall, ich kenne die Person, Officer. Sie kennt die Person? Ja, wer ist es denn? Ich übernehme das. Beginne mit der Suche nach der verdächtigen Person. Halten Sie die Augen offen. Oh, ist das... Nee. Ist das jetzt die, die da... Das ist die Frage. Hat jetzt damit gar nichts zu tun? Das weiß ich jetzt nicht. Bin denn die gesuchte Person in El Combi? Fortschritt in El Combi, das... ja, ich weiß nicht. Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Hier, bitte. Der Ausweis abgelaufen. 1.7.2022, ja. Ja gut, aber er kriegt sie von mir eine Verwarnung. PA abgelaufen. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Ah! So, durchsuchen muss ich sie ja nicht. Sie. Weiß ich nicht, ist sie jetzt die Besitzerin des Ladens oder ist denn mit euch hier? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Nein, tut mir leid. Als ich hier ankam, war der Täter schon weg. Und was ist mit dir? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich weiß, dass es eine Frau war. Es war eine Frau. Mehr nicht? Mehr hast du nicht? Aber vielleicht ist das ja diese Tahira Kaneko. Ja, da gehe ich von aus. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Wir haben bitte hier einen Notfall. Wer ist gerade verfügbar? Ja, wir nicht. Bitte sehr, Officer. Was soll die denn sein? Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. So, bei ihr ist der Ausweis in Ordnung. Also Fortschritt in El Combi ist relativ hoch inzwischen schon, ne? Ja, aber wo ist die Tussi dahin? So, bei ihr brauche ich... Ja, da kann ich eigentlich weg. Ist da hinten die... Da sitzt ja noch eine drin in dem... Aber ich glaube, die kann ich nicht ansprechen, oder? Doch.
Verkehrsanweisungen geben. Nee, die kann ich nicht. Oder ist das die? Na, wahrscheinlich ist es die. Hast du die nicht gefunden, die eine? Nee. Jetzt steht die oben auf dem Dach. Hast Körperverletzung? Untersuche den Tatort einer schweren Körperverletzung. Ja. Weiß ich nicht, aber wir sind ja hier noch nicht fertig. Nee. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Was ist jetzt passiert? Ach so. Jetzt steht die auf dem Dach, ne? Von dem Kiosk. Ja. Und jetzt ist sie wieder. Wo glaub, ich hab's. Ich hab sie. Hallo? Hallo? Ja, natürlich. Da ist sie. Ja, okay. Ist auch der Ausweis ist auch abgelaufen. Hi. Die Person hat gerötete Augen. Okay, alles klar. Okay, mach du das mal klar mit der. Ich gehe schon mal den Wagen holen. Harry holt schon mal den Wagen. Ja, aber ob die das mit den anderen jetzt zu tun hat, weiß man halt nicht, ne? Springmesser, Handfeuerwaffe, gestohlene Taschenuhr. Ja. Da sind die Handschellen ja wohl klar. Also erstmal ist der Personalausweis abgelaufen. Ja, und jetzt hat sie eine gestohlene Taschenuhr. Wie mache ich das jetzt bitte? Handschellen anlegen. Tatort. Raub. Ich muss sie festnehmen, wegen Diebstahls. Bitte, Officer. Kannst du erstmal verwarnen und dann festnehmen? Sehr gut gemacht, ja, genau. Officer. Das hätte gefährlich werden können, aber Sie hatten die Situation im Griff. Oh, du bist ja richtig, du bist richtig gelobt hier. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ha! Gut, also wir haben auch einen Fortschritt in Kombi, ist recht gut jetzt. Ja. Also es ist die Präsenz, ne? Das heißt, genau. Muss man halt dann nochmal ein bisschen Beaufort. Sieht man das auf der Map dann, wenn es rot ist oder so? Ne, wir sind jetzt im roten Bereich. Ja, gut, okay. Ja, weil da bisher war das hier halt. Moment. Da sind wir im roten Bereich. Was ist denn das hier? Kann ich da auch hin? Ja, wie lange brauchen die denn jetzt? Ich zeichne hier mal eine Route ein, dann fahren wir gleich darüber. Wir brauchen Unterstützung. Oder? Wer kann helfen? Ja, Leute. Ich glaube, die wird doch sowieso abgeholt, oder? Ja, ich glaube auch. Komm, wir fahren da mal hin. Komm nicht rein. Nimm das mal schnell an. Ich kann so schnell nicht. Hier ist 431. Ich kümmere mich um den Raum. Wir kümmern uns, ja. Ah, da kommt die. Okay, dann fahren wir mal dahin. Okay. Das Doofe ist, ich sehe keinen. Wieso sehe ich da jetzt nichts? Ja, nee, sehe ich auch nicht. Das ist dann. Nee, das ist auch auf der Karte nichts. Was, Was sind jetzt? Ich muss noch kurz weg. Und jetzt? Hallo? Ja, was denn? Ja, was ist jetzt? Ich habe gerade einer noch schnell ein bisschen $25 gemacht hier. Ja, das ist gut. Wäre ganz gut, wenn du mir sagst, was du machst, weil ich stehe hier dumm rum. Ja, das Problem ist, dass ich es nicht verstehe, wenn ich mit dir quatsche. Das ist das Problem. Ja, ja. Das kenne ich. Du quatschst mir da auch immer rein, wenn ich mit den Leuten quatsche. Ja, eben. Das ist halt so. Damit müssen wir leben. Sag mal.
Was denn? Noch eine. Komm hier nochmal weg. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Ja, ist hier wurscht. Ist jemand verfügbar? Nimm's mal an. Sie können weiterfahren. Das ist so großartig. Ich übernehme das. So, jetzt steig doch ein! Na. Jetzt haben wir wenigstens auch einen. Genau. Ja, man denkt aber, man könnte dann so locker flockig in die Kurven und dann kommen. Ja. Ja, der steuert sich ja auch ziemlich komisch. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir hier so ganz merkwürdig fahren müssen. Oh. Stimmt. Naja. Sieht man eigentlich diese Sightseeing-Punkte auch aus dem Auto raus? Das weiß ich nicht. Das wäre ja dann cool eigentlich. Aber befürchte nicht. Oh, was ein Bremsweg. Ja, sorry, Junge, die kannst du noch so aussteigen. Was haben wir denn hier? Mit dem war auch irgendwas. Aber wir können ja nicht alles gleichzeitig machen. Nee, das Problem ist, du hast auch echte gesprungene Windschutzscheiben. Wenn jemand nicht geblinkt hat beim Fahren, kannst du bestrafen. Du kannst alles, du siehst ja nicht alles. Nee, und vor allen Dingen, wir haben jetzt das Problem. Nee, dieses Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt. Habe ich auch nicht. Was denn? Jetzt müssen wir umdrehen. Komisch gefahren. Ja. Du bist nicht abgebogen. Das stand aber auch nichts mit Abbiegen da hinten. Bei mir schon. Alter. Ich muss hier mal quer über den Platz drüber. Wieso? Da ist doch eine Straße. Nein. Ich verstehe nicht, wo du fährst, ganz ehrlich. Komisch. Ich fahre halt der Linie entlang. Die Linie ja, bei mir war die Linie bei der Straße. Ja, sie war einmal so rum und einmal so rum. Also jedes Mal, wenn ich an einen bestimmten Punkt kam, ist sie woanders lang gegangen, die Linie. Egal, wir sind jetzt hier. Aussteigen! Da ist ja anständig. Ich glaube, da wird es jetzt kritisch. Kritisch. Gehen wir erstmal Verletzte hier. Nee, ich habe jetzt keine Zeit zu grüßen. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Nein, ich bin wie Sie gerade erst angekommen. Hat er jetzt ein Dings gerufen? Ich habe nichts gehört. Ja, ich habe mal. Achso, da ist ja auch einer. Okay. Ja. Die sitzt hier und isst. Kann man die auch noch ansprechen? Nee, kann ich nicht. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Jetzt streckt die sich erst mal. Tut mir leid, Officer. Ich habe nichts gesehen. Hat keiner was gesehen von euch Pfeifen, ey. Der fotografiert die ganze Zeit. Junge! Verstoß bestrafen. Geht das? Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Okay. Mach ja, Ihren Ausweis, natürlich. Bitte. Hören Sie mich? Bitte schön. Ich habe Schmerzen, aber natürlich, nur Officer. Leichte Glück gehabt. Bitte schön. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen. 23, okay. Können Sie alleine gehen? Brauchen Unterstützung. Wer ist verfügbar? Ja, ja, wir nicht. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Ich glaube, ich habe jemanden unerlaubt durchsucht. Aber na gut. Die da hinten hatte sie schon? Die wollte nichts sagen. Die hat. Da ging nichts. Da ging nichts? Ein Springmesser dabei. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja, Officer. Bitteschön. Ja, das ist in Ordnung. Mitführen eines Springmessers. Kann man bestrafen.
Nein, so. Bitte nicht. Und deswegen, wenn ich dir jetzt durchsuche, ob das okay ist. Ja, mach das einmal, darfst das, glaube ich. Der Verdacht. Abtasten. Hast du die Urfahne schon durchsucht? Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Wir benötigen die Handhabung einer Situation hier. Ist jemand Marihuana 14 Gramm. Oh, kannst du auch Handschellen anlegen, Drogenbesitz bestrafen. Und, wie viel waren denn die Obergrenze? Weiß ich nicht. Oh, 21 Gramm, 7 Gramm, 7, hier auch. Und Süßigkeiten. Ey, da haben wir alle verhaftet hier. Das hier ist 4562. Ich kann das übernehmen. Ich muss sie festnehmen wegen der... Bitte, Officer. Okay, da müssen wir... Ja, haben wir echt alle jetzt eingelocht hier. So, jetzt haben wir alle hier in Handschellen stehen. Aber wir wissen immer noch nicht, was passiert ist. Verkauf von... im Besitz von... Cannabis. Ich muss sie festnehmen wegen des Mitführens zu großer Mengen Cannabis. Hast du sie befragt, ob sie was gesehen hat? Bitte, Officer. Die ging nicht. Der Menüpunkt war nicht da. Okay. Kann ich hier bei dem auch nicht. Scheiße, wir haben keine Zeugen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Oh, minus 5, scheiße. Hätte keinen Grund gehabt, ja toll. Ja gut. Passt schon, alles gut. Was ist denn hier? Kann man dich auch? Nee. Ja, und jetzt wissen wir nicht, was hier passiert ist und haben alle jetzt hier in Handschellen stehen, alle drei. Ja, von der Erfolg der Einsatz, oder? Ja. Keine Ahnung. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ach so. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Genau. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole. Was ist denn das für einer? Sind Officer verfügbar? Ja, den wollte ich erst befragen, aber der hat auch nichts zu sagen gehabt. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Was war das? Ne, da war doch wieder was anderes passiert, aber ich habe das erstmal abgelehnt. Ach so. Den kann ich auch nicht befragen. Die hast du gerade auch, da hast du Dings gerufen, ne? Ja, ja. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person. Ich werde die verdächtige Person dann kontrollieren. Okay, da kommt schon. Da kommt die Verstärkung schon. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Jawohl. Alle drei jetzt? Geklärt, aber ja, alle drei, ja. Ja, der ist auch, die habe ich auch schon gedingst. Dreimal Drogenbesitz. Nee, einmal Springmesser. Ach, Springmesser, okay. Und drei Stück stehen da. Ja, ja. So, ja, jetzt kannst du wieder fahren. Ja, ja, geil. Der mit der alten Karre jetzt. Tja, mein Gott, die ist noch taufrisch. Der kleine Kratzer da. Ja, gut. Zum Beispiel irritiert, weil du gerade über die Straße gelaufen kamst. Aber es war es ja nicht du. Wo wollen wir denn hin? Können wir mal Historic Downtown markieren vielleicht? Ja, warte, können wir machen. Aber wir müssen dann noch, wir haben hier noch nicht volle Präsenz gezeigt. Wir müssen erstmal noch ein bisschen hier bleiben. Na gut, okay, dann fahr ich mal. Mal hier so in die Ecke oder so. Also da, ach, ich weiß nicht. Ich habe eine Markierung gemacht. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Komm ich mal wieder raus. Warte. Ich kümmere mich drum. Ja, ich kann das jetzt aber gerade nicht nehmen jetzt das Fahrzeug, tut mir leid. Muss das Fahrzeug nehmen? Ja, das hat sich gerade am Blinker gesetzt. Ach so.
Wäre toll. Also ich wäre an dem einfach vorbeigefahren, nicht? Oh, 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 oh je. Oh mein Gott. Aber immerhin hat jetzt der Wagen aufgehört zu qualmen. Ich bin am Tatort des Raubs angekommen. Zwei. Okay. Und das ist der Tatort. Geil. Bist du denn? Wer bist du denn? Ich finde den Tatort nicht. Aber das Fahrzeug qualmt ganz gut. Tatort räumen. Ja, wo denn? Hier? Ah, hier. Hallo. Oder? Warum, was fotografierst du denn da? Grüß doch zurück. Hallo zurück. Oh, die Haarfarbe weiß ich. Okay. Ja, kannst du dir auch sagen? Ich muss ihren Ausweis sehen, bitte. Kannst du die mit denen noch stehen da mal befragen? Zeugen befragen. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich kenne die Person sogar, Officer. Was? Ja, dann sag mal, wer ist. Und jetzt? Also sag du, ich kenne die Person. Ich habe die Person, der nach der verdächtigen Person gesichtet wurde. Halten Sie die Augen offen. Können wir die noch 36 fragen? Meter. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. 30 Meter. Ah, okay, das hat er. Moment, wo soll... Hä? 5 Meter. Wo soll die Person denn sein? In der Nähe wohl noch. Ja, ja, ich... Oh, der ist auch abgelaufen. Na toll. 16 Meter. Die Person scheint Angst zu haben. Guck mal, hier nicht rein, ne? Ich habe die verdächtige Person verloren. Scheiße. Aber das war auch sehr merkwürdig. Stehe ich hier vor dem Zaun und dann war sie 5 Meter weg. Person. Hm. 14 Gramm Marihuana. Das ist die Verdächtige fliegt. Fliegt. Ist jemand Leute. Jetzt habe ich schon wieder den scheiß Dings da. 38 ja, Meter. War es das jetzt oder was? Was ist der denn? Hier ist 4431. Oh scheiße, ich jetzt auch noch das. Raub. Was ist passiert? Ein Raub. Hilfe! Dieb! Aber wo? Ich sehe nichts. Nein! Dieb! Stopp! Ja, muss halt den. Befragst du doch mal. Geldbörse zurückbringen. Ich kann ihr. Die sagt mir nichts. Ich muss ihren Ausweis sehen, bitte. Natürlich, Officer. Bitte schön. Ja, tolle Wurst. Scheiße. Ja. Wir sind tolle Polizisten. Wir haben hier einen Notfall. Wer ist gerade verfügbar? Es kommt noch schwerer Unfall. Ja, wir können ja nicht alles machen. Was ist jetzt mit dem Dieb? Nehmen wir das als... Weiß ich nicht. Unterwegs. Komm, wir nehmen den anderen. Ein schwerer Unfall, den sollten wir uns wohl nehmen. Wo bist du? Am Rennen. Zum Unfall? Nee. Zurück. Okay, komm. Kann ich hier mal einsteigen? Oh, unsere Schicht ist gleich vorbei.
Ja. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, toll. Oh. Das war knapp. Fahren wir jetzt hin? Ja, den Unfall müssen wir wohl da aufnehmen, haben wir ja angenommen. Hallo? Ah, biegen. Bist du hin? Weiter. Oh. Den GTA-Modus unbedingt ausschalten. Es geht nicht anders. Ah! Bin ich jetzt geblitzt worden oder was? Nee, ah! Wir sind aus dem Dings raus. Bin ich jetzt geblitzt worden? Ja, es hat geblitzt. Oh, 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 oh. Ja, ein bisschen Gegenverkehr. Mit der Unfallaufnahme, ja, natürlich. Und das ist dahinter, ne? Hinter der Mauer, oder? Nee, das liegen da auf der Straße. Ich sehe niemanden. Ach, da! Hab ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe hier eine Person mit Verletzungen. Rettung. Scheiße! Okay, das Opfer hat jetzt eine Anzeige gestellt. Ich habe hier eine gestellt. Person mit Verletzungen. Rettungswagen erbeten. So, hier brauchen wir auch noch. Oh, jetzt habe ich die Waffe gezogen. Haben wir jetzt alle Rettungswagen? Ich hoffe es. Das ist ein Notfall. Deswegen bin ich so schnell gefahren. Es tut mir leid, Officer. Zu schnell gefahren? Okay. Wir wollen erstmal den Verstoß bestrafen. Hier ist ein Strafzettel wegen Geschwindigkeitsverfehlung. Boah, seid ihr nicht so laut da hinten. Das kostet zwischen 100 und 150 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Sie vermiesen mir den Tag, sagt sie. Ja, ja, ist geil, ne? Sag mal, sonst alles okay mit dir? Gib mal. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Boah, Leute. Jetzt kommt der nicht durch hier, ne? Okay, Officer, bitte ja. Schön. Okay. Oh, nee, Leute. Die hat eine Handfeuerwaffe dabei. Okay. So, also kein, deine, ne? Ja, die hat auch keinen Versicherungsschutz. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Boah, gut, dass der jetzt endlich da. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Wenn möglich ein Versicherungsnachweis. Okay, was haben wir denn hier? Okay, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Es tut weh, aber ist nichts Schlimmes, glaube ich. Boah, ist gerade voll, voll ins Derb hier. Gut, aber ein Arzt hat einen Blick auf den Berg. Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Sag alle dasselbe. Ja, ich glaube, ich kann gehen. Ja, ich glaube, ich kann gehen. Oh, geweitete Pupillen. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen sind. So, also die hat illegalen Waffenbesitz, ja? Sehe ich richtig? Ja, die hat eine Handfeuerwaffe im Auto. Ich weiß aber nicht, ob das illegal ist. Mitführen einer Waffe ohne Waffenschein. Keine. Sie sind wegen Mitführens einer Waffe. Hast du bei dir einen Drogentest schon gemacht? Nein. Machen wir es mal noch, weil ich weiß nicht, ob das mir galt oder dir. Bitte, nein! Weil, wenn die das auch noch hat, dann ist die, Ja, ist doch egal, mach doch. Ja, kann ich jetzt nicht mehr. Die ist, ist ja jetzt verhaftet. Hm.
Nee, ich hole jetzt den Gefangenen. Um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. 7 Gramm Marihuana, ja gut, lassen wir jetzt mal durchgehen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das jetzt eigentlich sind. Aktuellen Standort geschickt. So, die haben wir schon mal eingesackt. Die hat ja auch alles, ne? Die hat ja Geschwindigkeitsüberschreitung, keinen Versicherungsschutz. Ja, Warnfeuerwaffe hinten drin. Schokolade hat er im Auto, okay. Schokolade, ja, verhaften. Kofferraum haben wir hier, ja, habe ich hier auch nicht geguckt. Warte mal. Haben wir überhaupt Fotos von allem gemacht? Ja. Okay, was fehlt denn jetzt noch? Da liegt ja noch eine. Briefchen. Kommt da noch ein Rettungswagen für die oder die liegt hier einfach so rum? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Da fehlt aber noch was. Ja, die eine liegt hier ja noch auf dem Boden. Ich habe noch Rettungswagen gesucht, aber er sagt das nicht durch. Mit denen passiert jetzt nichts. Die sind ja schon abgefrühstückt. Rettungswagen rufen. Passiert nichts. Bereits unterwegs. Oh, okay. Ja, lassen wir die Autos abschleppen hier. Ich bin noch nicht fertig. Hast du den blauen durchsucht? Ich glaube nicht überall. Ich bin noch nicht ganz fertig hier. Der wird ein Make-up, okay. Aber da. Da haben wir denn keine Gegenstände. Kann ich da mal weggehen? Achso, F. Make-up. Die hat Make-up. Er hat eine Taschenuhr da hinten drin. Ja. Okay. Da habe ich schon. Aber ich glaube, ich lasse ihn laufen. Aber wir haben noch nicht den kompletten Bericht voll. Fehlt noch was. Ich weiß nicht was. Nee, fotografiert habe ich alles. Ja, toll. Was ist denn jetzt mit der da vorne? Ja, weiß ich auch nicht. Angeblich soll ja der Rettungswagen unterwegs sein, aber... Ich meine jetzt der da, die da. Ja, mit denen, da weiß ich auch nicht. Geht gar nichts. Nee, weil da steht ja jeweils schon ein Rettungsdings. Okay. Ja, genau. Aber lassen wir die Autos abschleppen. Ja, das dachte ich ja auch. Bitte schickt einen Abschleppwagen an meinen Standort. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Abschleppen lassen. Entschuldigung. Ja, ich hätte den fahren lassen einfach. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Den hätte ich jetzt fahren lassen. Der kann ja noch fahren. Ja, wusste ich doch nicht. Ich hatte mit dem die ganze Zeit nichts zu tun. Ich habe einfach nur, komm, wir lassen, ja, du sagst, komm, wir lassen die Wagen abschleppen, also habe ich die Kannst Wagen. Kannst du das canceln? Weiß nicht. Nee, ist durch. Scheiße. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Abgehauen. Der läuft da hinten. Da. Ja gut, okay, ja, die hat jetzt aber der geht weg eben. Da passiert wohl nichts mehr. Wir haben auch keinen Bericht und gar nichts, also. Nee. Ja, hier passiert jetzt auch nichts mehr irgendwie, ne? Es kommt keiner mehr. Wahrscheinlich, weil die Straßen alle verstopft sind. Ja, hinten steht der Abschleppdienst, hinten im Stau. Kann man den Stau mal irgendwie auflösen? Geht wahrscheinlich nicht. Vielleicht muss unser Polizeiwagen mal hier weg. Vielleicht fahren weißt du, was wir durch. Uns mal angewöhnen müssen? Ist mal ganz blöd gesagt. Ja, absperren. Ja. Dafür sollten wir uns das echt mal angewöhnen. Ja, natürlich. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie das geht. Aber wir fahren jetzt mal weiter. Ja, ich wollte jetzt unsere eben... Schicht ist ja eh vorbei, ne? Ja, natürlich. Ich wollte mal eben gucken, ob die jetzt weiterfahren, wenn unser Wagen weg ist hier. Aber sieht nicht so aus. Wir fahren jetzt heim, was soll's. War denn so, nie aus. Aber denn 56 Einen Meter Bereich haben wir nicht geschafft. Wir sind ja schon im Revier hier. Oh, ups. Quasi.
Moment, naja, 40 gut. Meter, ja, können wir hier zu Fuß durch. Minus 20, naja, gut, okay. Dampf. Läuft. Wir müssen echt absperren, dann passiert die Scheiße auch nicht. Ich wiederhole, kehren Sie jetzt zur Wache zurück, Officer. Oh. Ihre Schicht ist um. Was ist das für ein Eingang? Ein Eingang. Moment. Das ist ja auch gerade so. Moment, der ist hier. Hier? Nee. 63 Meter, 50. Da hinten? Wir finden nicht mehr zur Wache. Ach, da! Da ist die Wache! Ja. Oh mein Gott. Noch schlimmer als. Oh Mann, jetzt finde ich unser Büro nicht, weil das anders aussieht. Ah, hier. So, wo kann ich jetzt mich hinsetzen? Ja. Ja, genau, wo ist unser Schreibtisch? Nee, keine Ahnung. Da könnte meiner sein, oder? Nee. Hallo, sind wir in der falschen Wache jetzt? Das kann doch nicht. Können doch hingehen, wo wir wollen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht hinsetzen. Moment mal, 8 Meter, 7 Meter, 6 Meter. Das bin ich. 9 Meter. Achso, das bist du. Scheiße. Okay. Nee, aber das stimmt doch nicht. Ah, so, okay, ich hab's. 6 Meter, 2 Meter, ja, ich auch. Oh Mann. Was für ein Einsatz. Da verdiene ich mir keinen Blumentopf mit, ey. Das war auch ein bisschen. Oh, war das ein Terror. 743 Strafen, ey. Alter. Ich habe Brieftaschendiebe freigeschaltet. Das haben wir doch schon längst. Ja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt wieder Einsatzverkehrskontrolle. Ein bisschen buggy ist es noch. Ja, ja, klar. Das habe ich als Kombi freigeschaltet. Boah, 143 Strafe. Na gut. Ja, ich habe 118 Strafe. Aber ich habe 5 von 14 jetzt bis zur ersten Medaille. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja. Oh mein Gott. Ich hätte gerne mal einen Tageseinsatz. Ist schlimm. Vielleicht sollten wir auch mal wieder zu Fuß oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind wir mit dieser Schicht nun durch und damit auch mit diesem Video. Und wenn euch unser Chaos wieder gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Und schaut das nächste Mal wieder zu. Bis dahin sage ich ciao, ciao.